willkommen auf Cleos Bank Special Stay at Home. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Ich freue mich total, Florian Stadler. Hallo Florian. Hallo, hallo Marlo. Es freut mich deswegen, weil normalerweise, also ich kann es jetzt dazu sagen, es ist eine Uhrzeit, wo ich normalerweise den Fernseher anmache und eine Soap gucke, wenn ich zu Hause bin. Zurzeit ist es ja ganz einfach. Sturm der Liebe. Und das hätte ich nie geguckt, wenn ich dich nicht vor gefühlten 100 Jahren kennengelernt hätte, als ich mal von Augsburg nach München gedüst bin, um den Augsburger jungen Florian Stadler, der in der AD so... am Anfang, glaube ich, von meiner Zeit. Ja, relativ am Anfang. Da hast du den Nils Heinemann, den Fitnesstrainer, gespielt. Und so haben wir uns kennengelernt und ich konnte immer wieder über dich berichten. Aber du bist ja nicht nur bei der AD in Sturm der Liebe viele, viele Jahre erfolgreich gewesen, sondern du machst ganz viel. Und das Letzte, ich habe gerade noch mal geguckt, das war im November, da durfte ich dich bei einer Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof erleben, Sunny Boys. Sunny Boys. Mit Peter Weck und Friedrich von Thun. Das war ganz, ganz klasse. Und jetzt ist alles anders. Wäre eigentlich irgendwie ein Projekt angestanden, ein Theaterstück, das jetzt aufgrund von Corona flach fällt, oder wie sieht es bei dir momentan aus? Also ich habe jetzt schon eine Drehanfrage für Ende April. Muss man schauen, ob das klappt. Aber anscheinend ist man da schon wieder am Planen. Theater ist erstmal alles auf Eis gelegt. Also es waren da Verhandlungen oder ganz leichte Anbahnungen in Düsseldorf und wieder in der Komödie im Bayerischen Hof. Mhm. Aber da kann man im Moment auch gar nichts sagen und das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Du hattest neulich einen Post abgesetzt, wo du auch auf die Situation eben von deinen Kollegen und dir hingewiesen ja, hast. Ja, allerdings wurde ich da etwas reingelegt. Also es war kein Interview, sondern ich habe von dem BFFS einen Post weitergepostet, den die so vorgegeben und empfohlen haben, eben dass Schauspieler weder solo selbstständig sind noch angestellt und deswegen unter Umständen nicht die Hilfen bekommen können, die der Bund zur Verfügung stellt. Mhm. Und das war eben ein kleiner Aufruf, dass da die Politiker das wissen. Und da hat aber jemand einen Artikel drüber gemacht, dass ich quasi jetzt um Hilfe bettle und so ist es nicht. Ich wollte einfach nur darauf aufmerksam machen, weil es wirklich viele Schauspieler trifft, die gerade in Proben waren, wirklich wenig Geld verdienen und dass die eben an diese Hilfen kommen. Wobei natürlich, du bist ja, ich sage jetzt mal so wie ich, freie Journalistin, freier Schauspieler. Wir in unserem Leben ja immer gucken, müssen und mussten, außer man hat jetzt ein festes Engagement in einer Serie, das über mehrere Jahre geht, mussten wir immer schon gucken, dass wir zu unseren Richtig. Jobs kommen. Das gehört also, ja zum Leben. Bei uns ist es eine normale Situation. Genau. Ja, aber dennoch natürlich eine andere Situation, weil nichts stattfindet. Ja? Also wie du sagst, wenn hier schon Gespräche waren. Ja. Aber für dich jetzt ganz persönlich, du bist ja in Rosenheim, lebst du mit deiner Frau. Genau, ja. Wie empfindest du im Moment? Ist es schön, weil du jetzt mehr Zeit hast, auch Zeit mit deiner Frau zu verbringen und eben nicht pendeln zu müssen, weil du an irgendeinem Ort Theater spielst oder Dreharbeiten bist? Nein, also das Pendeln hat auch Spaß gemacht. Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug, bin ich da gefahren nach München. Also das ist überhaupt kein Problem, das ist nicht weit, das ist keine Entfernung. So weiß ich schon, wie ich mir die Zeit hier vertreibe. Also was auch ganz schön ist, es wird wirklich viel über Skype angeboten. Man kann viel über Skype machen, egal ob man mit Freunden skypt oder auch es gab einen kleinen Schauspielworkshop, eine Übungsstunde online über Skype. Also ich weiß schon, was ich tun kann. Mhm. Freust du dich natürlich, denke ich mal, wie wir alle auf die Zeit, wenn es wieder losgeht? Ja, natürlich. Mhm. Klar. Wieder draußen einen Kaffee trinken, wieder Freunde treffen, gemeinsam zusammensitzen. Das ist natürlich was ganz Schönes. Mhm. Gott sei Dank, muss man ja schon fast sagen, war eure Hochzeit vor dem Ganzen. Ja, Es klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber viele einfach zu zweit heiraten mit dem Standesbeamten. Und da ist eine schöne Hochzeit mit Freunden, Familie schon was Tolles. Ja, du bist ja noch eigentlich in den Flitterwochen. So lange seid ihr ja noch nicht verheiratet. Es war ja kurz vor Weihnachten. Genau, kurz vor Weihnachten. Ja, die Flitterwochen, also da hat es gerade so angefangen. Ne? Wir sind am 6. März zurückgekommen. Mhm. Und da war alles ja schon auch im Urlaub immer wieder geschaut, oh, wo ist was los, wie ist das? Und dann war überall an den Flughäfen schon, wurde Fieber gemessen oder so Wärmekameras, die Temperatur gemessen haben.
Das war schon da eine spannende Zeit und dann waren wir hier und dann ging es los. Und dann kannst du dich jetzt hausmännisch betätigen, was aber nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt ist. Du hast mir es gerade gezeigt. Ja, also ich war an der Kreissäge und es ging lange, lange, lange gut, bis es eben mal nicht mehr so gut ging. Und das ist ein bisschen den Daumen erwischt, aber ist nicht schlimm. Okay, aber ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Ja, danke. Jetzt bist du ja nicht nur damals beim Sturm der Liebe als Fitnesstrainer sportlich aktiv gewesen. Ich weiß, dass du auch von jeher ein sportlicher Mensch bist. Wenn ich mich erinnere, da war doch auch was mit Yoga, glaube ich. Ja, und du reitest, also alles, oder bist früher? Alles, was ich immer bei Sturm der Liebe auch angeboten habe, habe ich in echt auch gemacht. Okay. Gibt es da jetzt im Moment eine Möglichkeit, das auch wieder zu vertiefen? Also Pferd, Rosenheim ist ja eine Gegend, die ist ja auch ländlich geprägt, da gibt es ja auch Pferde, da könntest du wieder reiten, wie früher hier bei uns in Dillingen, wie du mir erzählt hast. Wie sieht es da aus? Nein, also reiten, ja gut, jetzt eben sowieso ist alles, ja, okay, auf klar. Aber ich habe hier tatsächlich, was ich gemacht habe, Yoga-Kurse, die ganzen Fitnessstudios bieten ja auch über so Webinars, Kurse an, da habe ich einen TX-Kurs mitgemacht und Yoga, also man kann auch, da wird wirklich viel angeboten, was eine ganz tolle Sache ist. Ja. Aber sonst spazieren gehen, ja, reiten wäre eine schöne Idee, habe ich noch nicht gemacht. Tennis spielen geht ja leider auch nicht. Tennis spielen geht auch nicht. Ja. Ja. Oh Mann, es geht zu viel nicht, aber wir können uns unterhalten. Es geht zu viel nicht, ja. Wie ist es ansonsten so, den Kontakt zu den Freunden, zur Familie, ist ja jetzt auch eine komische Situation, weil jeder ja angehalten ist, so eher in seinem kleinen familiären Umfeld zu sein. Das machen wir auch, das finde ich auch ganz wichtig, aber jetzt, meine Frau, die hat so eine Frauengruppe, mit der sie skypt, und wir Jungs, wir haben auch eine Gruppe und dann schenken wir uns hier dann Whisky ein und dann skypen wir. Auch mit meiner Mama mache ich FaceTime. Und wir telefonieren viel, ja. Ich habe einen Brief geschrieben an meine Tante, also wieder ganz oldschool, mal mit Brief schreiben. Ja, es ist interessant. Also ich finde, es ist ganz gut, dass wir im Moment die technischen Errungenschaften auch mal sinnvoll nutzen können. Also so ein Smartphone mit dieser FaceTime-Funktion ist eigentlich ganz schön, weil es ist doch anders, wenn man sich angucken kann, natürlich, auch wenn es ein bisschen so wie jetzt auch. Aber man sieht den anderen ins Gesicht, man sieht, wie er schmunzelt und so. Ja, ja. Ansonsten, was kriegst du viel mit von Kollegen? Sprecht ihr euch da auch ab? Du hast ja auch einige befreundete Kollegen, mit denen du in Kontakt bist. Ja, jetzt habe ich neulich mal mit dem Joachim Letsch telefoniert, der den André Konopka spielt. Ja. Also dem geht es auch gut. Die haben auch vor, jetzt glaube ich, irgendwann unter anderen Bedingungen zu drehen. Mhm. Aber wann genau, weiß ich auch nicht. Im Moment laufen die Folgen ja noch. Ja. Also ein bisschen Puffer, also Sturm der Liebe war zu meiner Zeit immer so ungefähr 2-3 Monate voraus. Mhm. Also, und jetzt haben die auch 2 Wochen natürlich Pause gehabt. Und wann es wieder weitergeht, weiß ich nicht. Aber es ist angedacht, glaube ich, dass es demnächst weitergehen sollte. Aber da muss man natürlich auch abwarten. Also genau das weiß ich da jetzt auch nicht. Wobei ich natürlich hoffe, dass es für uns alle... Natürlich muss man jetzt gucken, was passiert, wie die Entwicklungen sind, dass es wieder weitergeht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich empfinde es jeden Tag schon so, dass es einem immer mehr bewusst wird. Man schätzt ja immer das, was man nicht hat, sagt man ja. Ja? Und wenn man jetzt nicht ins Theater kann, früher hat man sich gedacht, na, schon wieder raus, wieder nach Augsburg, in meinem Fall, vom Land, ins Theater. Da war dann eine besondere Gelegenheit, wie die Premiere bei dir in München. Das war klar, da fährt man hin, logisch. Schön. Aber dass man jetzt sagt, ach komm, jetzt gehe ich dann mal unter der Zeit ins Theater oder guck mir was an. Das lässt man dann sein. Und jetzt ist es einfach so schmerzlich vermisst, die vielen Dinge, die so selbstverständlich sind und waren. Ja. Wobei ja mit der Beschränkung, also man kann ja rausgehen. Es ist ja jetzt, weil oft hört man ja tatsächlich Ausgangssperre, aber es ist ja einfach keine Ausgangssperre. Es ist einfach nur eine Beschränkung. Und es ist toll und wichtig, dass sich alle dran halten. Und auch hier in dem Umfeld sehe ich keine Verstöße. Und das ist gut so. Wunderbar. Naja, also wir haben jetzt schon wieder ganz lang gequatscht. Unsere Tasse-Kaffee-Zeit ist schon wieder um. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich auf die nächste Premiere. Und egal, wo sie sein wird, das verspreche ich hier.
Ich komme. Wenn es Düsseldorf ist oder Hamburg. Ich schaue, dass es in der Nähe bleibt. Nein, ich fahre hin. Besuche dich. Ich hatte wirklich einen wundervollen Abend. Toll, freut mich. Das war echt klasse. Vielen Dank, lieber Florian. Gut, Marion, bis bald. Tschüss. Ciao.